Schaut mal, dieses Fassadengewächs nennt sich Flamingo und ist eine Trompetenart. Der kostet ein Setzling 27 Euro. Wenn wir uns irgendwann nicht mehr das Haus leisten können, können wir das gesamte Ding hier verkaufen, den gesamten Strauch. Da sind wir Millionär. Hallo Freunde! Hallo! Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute das erste grüne Video, nämlich ein Gartenvideo. Wir zeigen euch heute mal unseren Garten, allerdings den Hintergarten. Der Vorgarten ist zwar auch sehr groß, aber man schaut ja nicht in den Vorgarten des Nachbarn. Wir zeigen euch heute den Garten, so wie wir ihn bekommen haben. So viel haben wir natürlich noch nicht gemacht, beziehungsweise Maxim ist ja die Gartenkönigin, aber es ist sehr viel Potenzial und ich würde sagen, wir machen mal die Gartentour. Die Gartentour, vorher. Ja. Pelletier Verlag. Schön, dass es dich gibt. Da ist schon der Trompetenstrauch hinter dir. Danny hat es eben schon so ein bisschen angekündigt. Das ist der Garten, so wie wir ihn übernommen haben. Ich habe gestern schon bestimmt 2 Stunden lang nur Unkraut gejätet. Trotzdem ist das noch nicht das finale Ergebnis natürlich. Ich glaube, so ein Garten ist nie fertig. Und deswegen habe ich euch bei Instagram gefragt, ob ihr ein paar Tipps habt. Ich zeige euch auch die Stellen, die mir persönlich so ein bisschen Sorge bereiten. Aber wir starten erstmal hier im Fuhrparkgelände und haben hier so eine kleine... Das Auto, ach so. Genau, haben hier so eine kleine Blumeninsel. Ja gut, mal fängst schauen, ja mit dem... Mal schauen, was ich damit mache. Wahrscheinlich würde ich alles rausreißen und wir so einen kleinen Steingarten machen, dass es hier ein bisschen cleaner ist und weniger Arbeit, weil hier natürlich auch recht wenig Licht hinkommt. Aber dann kommt mal mit zum... Ja, der Garten ist so ein bisschen thematisch aufgeteilt. Das stimmt. Wir haben Steingarten, Rosengarten, genau. Aber ich möchte hier nichts vornehmen. Geh mal vor wegen den Spinnen. Genau. Wir haben hier unseren Teich. Den kennt ihr tatsächlich auch schon. Der Verlobungsteich. Genau, der Verlobungsteich. Ich habe jetzt das Wasserspiel ausgemacht, habe gerade die Fischis ein bisschen gefüttert, dass die ein bisschen was haben. Hier habe ich gestern bestimmt 1,5 Stunden Wasser hinzugefügt, weil es natürlich im Moment sehr, sehr heiß ist. Und irgendwo ist so ein kleines Leck, wo er ein bisschen Wasser verliert. Deswegen muss man ab und zu ein bisschen Wasser nachfüllen. Und weil verdunstet das Wasser nur. Auch, ist eine Kombination aus beidem. Ja. Und, hast du das hier frei gemacht? Nein, das war hier frei. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Hier ist ja die kleine Brücke. Genau. Und ihr seht, hier überall haben wir so kleine Steckenverstecke. Genau. Das ist, also der Vorbesitzer hat das Ganze sehr insektenfreundlich gemacht. Das werdet ihr auch gleich im Blumengarten sehen. Es sind überall kleine Insektenhotels gebaut, was natürlich super, super wichtig für das Ökosystem ist. Mhm. Hier muss ganz dringend was passieren. Wir müssen gucken, dass wir die Pool... Die Algenpumpe ankriegen, aber das dürfen wir und wollen wir auch noch nicht machen, weil wir gerade einen großen Kaulquappenbestand hier drin haben. Und wenn wir jetzt mit der Algenpumpe lang gehen, dann ist alles weg. Schaut mal, also es ist ja richtig groß hier, man sieht jetzt nur den Teich, aber man kann jetzt hier lang gehen. Hier ist die Verlobungsbank und ich weiß nicht, ob ihr den Zaun sehen könnt, aber das ist alles hier noch Tatsache noch mehr Garten. Hier hinten geht es lang. Und dann haben wir hier noch den weiteren Weg und ihr seht schon, da geht es mit den Rosen weiter. Aber na gut, Maxim, komm, genau. Führ mal also, weiter. Was hier so ein bisschen spannend gemacht ist im Garten ist, es ist sehr viel ums Eck und sehr viel versteckt. Wir müssen mal gucken. Wir dürfen nicht alle Bäume wegmachen, wollen wir natürlich auch nicht. Aber so ein bisschen Gartenfläche erzeugen werden wir schon irgendwie hinkriegen. Kommt mal mit, wir gehen jetzt mal zum Grillplatz. Zum aktuellen noch Grillplatz. Das ist der hier. Hier hat der Vorbesitzer ganz, ganz viele verschiedene Töpfe stehen gehabt. Und den Grill, der ist tatsächlich auch noch nie benutzt worden. Wir haben uns überlegt, dass wir den Grill wahrscheinlich nach oben auf die Terrasse packen. Da könnt ihr das einmal sehen. Das ist die Sonnenterrasse, wo wir dann wahrscheinlich so eine kleine Grillecke machen. Ich zeige euch mal, dort ist die andere Terrasse. Habt ihr ja, glaube ich, schon mal in dem Verlobungsvideo gesehen. Hier steht Maxims Auto. Ja, aber hier sind überall so Rosenleiter, ne? Genau, also wir haben hier verschiedenen Bewuchs. Wir haben tatsächlich auch hier Rosen. Die eine Sorte ist tatsächlich auch schon verblüht. Da muss ich jetzt in die Tage das alles abmachen, dass sie dann eventuell noch mal ein zweites Mal austreibt. Problem bei den Rosen ist, wir wissen nicht, was für Rosensorten das sind. Deswegen ich jetzt erstmal schauen muss. Sagt man Sorte? Arten, ja. Ich kenne nur Eissorten. Manche Rosen kommen noch mal ein zweites Mal. Hier, also haben wir vielleicht geplant, dass wir hier vielleicht einen kleinen Pool hinmachen oder wie so ein Whirlpool. Das wäre schön. Weil die Ecke ist natürlich schon prädestiniert dafür. Ne? Wir haben das alles schon ebenmäßig, dass das Wasser eben ist. Es sind schon Steine drumherum. Und ganz ehrlich, zum Grillen
ist es ein bisschen schade, das hier unten zu machen. Das stimmt. Hier ist schon das erste Problem, das seht ihr schon. Das ist kein Problem. Naja, das ist die Steintreppe, die hoch in den Steingarten führt. Ja, da wo es schattiger ist. Das ist natürlich schon ziemlich stark befallen von Unkraut, sage ich jetzt mal. Das muss alles noch plan gemacht werden. Dann will ich die Steine wieder so ein bisschen angraben, dass es alles wieder ebenmäßig ist. Durch das ganze Wurzelwerk, was wir hier natürlich haben, durch die Vielzahl an Bäumen, ist es so ein bisschen schwierig. Na, wir gehen mal jetzt mal in den Rosengarten. Das ist Lavendel. Das ist Lavendel, ja. Das ist gut gegen Wespen und gut für Bienen. Schaut mal, das ist hier unser unser Rosengarten. Da kann man richtig reinlaufen. Wollen wir reinlaufen? Genau, wir gehen jetzt mal rein. Ich habe hier, ihr seht es, schon so ein bisschen Unkraut weggemacht. Hier hat Maxi ein bisschen was gemacht. Wir müssen mal vor den Waldwespen aufpassen. Ja, hier ist, also, vielleicht seht ihr es, das ist natürlich ein Paradies hier für Schmetterlinge, für Bienen. Ne? Das ist wirklich möchte schön. Ich auch auf jeden Fall beibehalten, weil es ist wichtig, dass wir der Natur, das finde ich halt immer so ein bisschen schwierig bei Steingärten, ne, wo dann nur Schotter drauf ist und die Insekten keinen wir Platz haben. Wir haben hier wirklich ganz schön Verkehr hier, wa? Wir teilen uns den Platz mit den Insekten. Ja, und deswegen sollen die das auch behalten. Wahrscheinlich werde ich das so ein bisschen umdekorieren und umarrangieren. Das finde ich so einen ganzen Rosenkreis. Schaut mal, hier geht wieder eine Treppe runter und jetzt kann man sich das... Wurdest du gestochen? Nein. Ich das Grundstück ein bisschen hier noch angucken, da geht es ja noch hier hinten weiter. Ja, es ist halt ein Hanggrundstück, deswegen sind wir jetzt etwas weiter oben. Das ist hier aber begradigt. Das ist halt das Gute. Wir haben hier von hier oben noch mal einen Blick in den Teich. Aber Rosen sind natürlich schön und die kommen ja jedes Jahr wieder. Die kommen manchmal sogar zweimal im Jahr wieder. Deswegen werde ich mich jetzt mal so ein bisschen in den nächsten Wochen mit den Pflanzen, die hier schon im Bestand sind, auseinandersetzen und vielleicht ein bisschen ausdünnen, ein bisschen sortieren, dass wir ein schönes Farbspiel hier dann auch nächstes Jahr haben. Ich finde Schmetterlinge vielleicht schön. Vielleicht wisst ihr ja, was das hier für eine Pflanze ist. Ich dachte erst, es ist so ein bisschen wie Ananas, aber... Ananas? Ja, naja, das sieht so ein bisschen aus wie Ananas, aber ich glaub, keine ist Ahnung, Ananas. Was das ist. Was mir persönlich hier im Garten sehr fehlt, ist... Ein Gärtner. Nee, ja, Gemüse. Das möchte ich, das zeige ich euch gleich, wo ich unser kleines Gemüsebeet hinmachen möchte. Ich bin vor einer Biene weggerannt, Entschuldigung. Ich zeige euch gleich, wo ich mein Gemüsebeet oder unser Gemüsebeet dann anbauen möchte. Hier muss ich auf jeden Fall noch ausdünnen. Ihr seht, es war alles voll und auch die Wiese hier war komplett wild. Und das seht ihr hier alles. Das liegt hier noch so ein bisschen. Schaut mal, und jetzt gehen wir mal weiter, wieder hier vorbei. Und dann gehen wir jetzt in den Steingarten, die Treppe hoch. Und das ist jetzt hier richtig cool, weil... Hier ist es schattig, hier kann man sich eine Hängematte spannen. Ja, die Ecke gefällt mir persönlich gar nicht. Echt nicht? Ich finde das gerade mal schön, weil es hier mal ruhig ist. Ja, aber es sieht sehr leblos hier aus. Ja, also gut. Es ist das ganze, der ganze Nadelabfall muss weg. Abfall. Und dann mal schauen, was man hier draus macht. Ja. Aber ihr seht das überall da hinten, es gehen überall so kleine geheime Gänge lang. Ja, da war ich sogar noch nie lang gelaufen. Ich bin da gestern einmal lang gelaufen, das ist ganz süß. Auch hier muss erstmal alles ordentlich gemacht werden, aber ich glaube, so ein Garten wird hier auch niemals fertig sein. Geh gerne mal hoch. Ja, wir gehen jetzt hier die Treppe, die Leiter, Quatsch, wir gehen jetzt hier die Steintreppe hoch. Hier kommen wir jetzt, ich bin durch was durchgelaufen. Wir sind jetzt hier auf der Terrasse, schaut mal. Hier haben wir weitere Pflanzen. Das ist schön, dass es schon aufgegangen ist. Das ist die Hortensie. Eine Hortensie. Hier hinten geht es dann weiter. Da gehen wir jetzt mal nicht hin. Wir gehen mal jetzt auf die Terrasse. Oh, das ist die Trompeten. Ja, stimmt, die Trompeten, die kann ich jetzt mal zeigen. Zack, hier ist jetzt die Sonnenterrasse. Und von hier oben hat man einen wunderbaren Blick nochmal über den Garten. Ich laufe mal mit euch hier so lang. Natürlich sind jetzt die Bäume immer dazwischen, aber man kann so ein bisschen sich das vorstellen. Ja, und hier sind die Trompeten. Schaut mal. Und das ist halt wirklich krass, das hatte ich ja zu Beginn des Videos gesagt. Da kostet ein Setzling 27 Euro. Und man glaubt gar nicht, wie viel Geld im Garten einfach so liegt. Also dieser Busch hier, und das schaut man euch das mal an, das ist ja wirklich ein riesen Gelumpe, Gezottere. Und das geht hier einmal rüber bis nach unten. Also ich sag dir, wenn wir das Haus nicht mehr bezahlen können, verkaufen wir einfach die Trompete hier. Ja, also die Terrasse, muss ich sagen, die nutzen wir persönlich noch nicht. Noch gar nicht. Ich glaube, das wird sich aber so ein bisschen ändern. Ich weiß nicht, ob wir es dieses Jahr noch machen. Es macht wahrscheinlich keinen Sinn mehr, dass wir hier einfach alles wegmachen und dann hier vielleicht zwei schöne Liegen hinmachen oder drei, wie so eine Strandbar.
Und dann den Grill dann da vorne ins Eck. Ja, Freunde, so sieht es erstmal aus. Das habt ihr einen kleinen Überblick bekommen. Schaut mal, dort vorne ist noch so ein kleiner Gang. Ich zoome mal ran. Hier gibt es die Treppe und da gibt es noch einen Gang. Und das führt euch dann in den Vordergarten, der auch relativ groß ist. Aber das zeigen wir euch ein andermal. Jetzt erstmal nicht. Da ist noch die andere Terrasse. Hier habt ihr noch mal einen Blick auf das wunderschöne große Haus. Und jetzt werde ich noch einmal kurz die Kamera umschalten. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, was ihr noch so für Pflanzenthemen haben wollt, für Videos. Wir werden jeden Montag ein Pflanzenvideo hochladen. Naja, auch mal nur ein Gespräch im Garten. Also es ist nicht immer nur ein grünes Video. Da geht es immer so ein bisschen um Garten, da geht es ein bisschen um Talk. So alles, was so hier draußen möglich ist. Und dann werden wir sehen, wie wir hier uns so ein kleines Paradies machen. Wenn ihr Tipps habt, was wir vielleicht an bestimmten Stellen noch machen können, schreibt sie unbedingt jetzt in die Kommentare. Und damit ihr keine Videos von uns beiden mehr verpasst, abonniert doch jetzt gerne den Kanal. Ja, könnt ihr hier unten tun. Und wir wünschen euch jetzt einen schönen Start in die Woche und sagen tschüss. Tschüss.